Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wieder wunderbare Dinge, die uns erwarten. Wir schauen gleich nach, welche denn. Zuerst schwinge ich mich aufs Pferd und dann öffne ich die Karte. Wir sind letztes Mal vorbeigeritten hier an Al. Albert Mason braucht noch mehr Hilfe bei seiner Wildtierfotografie. Oh, das kann nur was Gutes bedeuten. Da gehen wir zuerst hin. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden, was das mit dem Waffenrad ist. Ich drücke auf jeden Fall nicht Tab, aber vielleicht drückt sich mein Tab von allein. So, ich muss erstmal von diesem hügelähnlichen Ding runterkommen, damit ich dem Weg folgen kann. Ja, das sieht gut aus. Wo ist denn mein anderer Gaul? Der soll mir schön folgen. Gerufen habe ich, reagiert hat er auch. Na, wunderbar. So, und danach haben wir direkt hinter uns eine Ich muss Geld von Schuldnern eintreiben Mission. Die würde ich auch gern machen. Nein, schon wieder ein Roadkill. Pass doch auf, wo du hinreitest! Was machst du denn? Der ist in mich reingeritten. Ganz ruhig. Mensch, manche Leute müssen echt einen Pferdeführerschein machen. Und dem sein Gaul hat es nicht mal überlebt. Alter. Da kann man auch nur den Kopf schütteln und plündern. Oh, Silberring. Na komm. Was hat das Pferd geladen gehabt? Ja. Naja. Das deckt zwar nicht ganz das, was mir eine Versicherung gezahlt hätte, aber... Was soll's, so wie geht's meinem Pferdchen eigentlich? Bisschen angekratzt vom Zusammenprall. Da stopfen wir gleich ein bisschen Hafer rein. Und schon sieht die Welt wieder anders aus. Servus, Mister. Du kannst wenigstens reiten. So. Anfangs wie... Oh! Keine Zeugen. Muss das sein? Wieso lebt er noch? Noch ein Zeuge. Mensch, wem man hier alles umbringen muss. Nur damit man straffrei ausgeht. Sowas. Anscheinend eine sehr berittene Straße. Tja, man sollte halt auch nicht unbedingt petzen. Was ist denn das? Sieht ein bisschen aus wie Flieder. Kann ich das einsammeln? Nein. Ich bin kein großer Pflanzenkenner. Ich weiß, Flieder wächst eigentlich am großen Busch und nicht so auf der Erde. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung. Ich behaupte, es ist der typische Steckrübenflieder, den man im Wilden Westen kannte. Da oben ist eine... ist ein Lager. Ist das ein O'Driscoll-Lager? Falls ja, habe ich die richtige Antwort. Falls nein, muss ich Dynamit wieder wegstecken. Wir nähern uns einfach ganz langsam. Ah, es sind O'Driscolls. Alles gut. Will noch jemand auf die Fresse? Ja, da ist noch einer. Immer noch. Oh, der Revolver ist echt schlecht anscheinend. Oder der trägt eine schusssichere Weste. Ja. Ja, ich würde es aber nicht behalten. Hey! Stay, girl. Hey, girl, be easy now. This way. Come on. Ganz ruhig. Ein Glück habe ich meinen Sattel draufgepackt. Ist echt noch scheu. So, einmal plündern. Schauen, dass wir dabei nicht abfackeln. Ich finde es cool, dass die hier mal Haarwachstum haben. Oh je, das Feuer kommt mein Weg. So, dann gleich mal ein bisschen Beweise vernichten, solange das Feuer noch brennt. Jo! Anscheinend habe ich noch Munition bekommen. Und hier ist einer mit vielen Einschusslöchern. Das war ich aber nicht.
Ich habe nur einen oft getroffen. Den anderen habe ich ja nur mit Brotkanten. Nee, danke. Gesalzenes Fleisch. Nein, danke. Nein, jetzt kommt das Feuer hier und holt sich den toten Bastard. Ach je. Ja, zumindest der hat noch ein bisschen Loot. Der wird aber ordentlich vom Dynamit weggeschleudert. So, das sieht doch ganz okay aus. Kentucky Bourbon. Wollen wir ein bisschen Bourbon trinken, dass wir neuen Bourbon aufnehmen können. Wäre ja sonst Verschwendung. Gin, Rum, Bourbon. Gegen die Gesundheit. Aber für den Inventarplatz. Manchmal muss man eben so handeln. Ansonsten haben die, glaube ich, nie was Gutes so wirklich. Doch, da ist ein Köder. Ne, das ist Dosengemüse, das lockt nur mich an. Und was war das hier? Klassische Haferplätzchen. Da freut sich mein Pferd. Und anscheinend ist mein Inventar jetzt auch voll. So, die kann ich leider nicht mehr looten. Das hat das Feuer schon für mich erledigt. Boah. Doch sagen, keine Premium-Zigaretten mehr irgendwo. Dann gehen wir halt einfach weiter zu Earl. Zu Albert. Wie auch immer. Ja. Huiuiuiuiuiuiuiui. Alles gut. Ihr habt ja doch nichts getan. Ich hab den O'Driscolls was getan, aber das sind echt miese Schweinehunde. Das wirst du auch noch lernen. Was haben wir denn hier? Die gemeine amerikanische Tulpe. Und es ist eine... violette Schneeglöckchen. So kann man sich irren. Das zeigt mal meine Pflanzenkennerqualität. Jo, alles wieder gut? Sind wir wieder Freunde? Ja, wir sind wieder Freunde. Ne, also, dann geht's weiter. Wenn wir eh schon in der Gegend sind, könnte man eigentlich auch noch den legendären Büffel ernten. Töten. Jagen. Das war das richtige Wort. Ich wusste jetzt nicht, dass ich hier abbiegen muss. Aber wir müssen ja mitten in die Pampa, um Wildtiere zu fotografieren. Da steht er ja. So, mal gleich eine gute Waffe rausnehmen mit entsprechender Munition. Wie wechsle ich die Munition hier eigentlich? Express, Hochgeschwindigkeit. Was ist der Unterschied zwischen Express und Hochgeschwindigkeit? Irgendwas mit Reichweite und Schaden. Express-Munition macht mehr Schaden. Jo. Dann schauen wir mal, was er fotografieren will. Hello again. Hello. Oh, hello. Wollte dich nicht erschrecken. Morgan, Mr. Morgan. Geno. Sorry, my nerves. Not quite the outdoor adventurer I thought. Das hätte ich dir auch sagen können. And I feel I'm in purgatory. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Nein. You really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Yeah, sure. If you manage to attract the world's least intelligent wolf. Well, I... I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. Oh, ich bin so nett. Now you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Ein paar. Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. Nee, das definitiv nicht. A friend from getting devoured. Usually they are not great fans of man. I don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Da kommen sie, ich hol die Waffe. Looks like we got company. Yes, yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Dann mach mal. Das sind schöne Wölfe. Come on. Na, mach dir ein Foto. Ja. Good boys. Hungry boys.
Wie sollen sie da hochkommen? Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They think it's staged. It sort of is. Magnificent creatures. Especially when clawing at your eyes. You've provoked them, Mr. Morgan. Help! Au! Wow! Ich hab die provoziert! They're just wolves. Is that all of them? We might have kept the wolves from the door. Alles gut bei dir? Ich hab dir das Leben gerettet. Snap out of it, you're safe. My whole futile existence flashed before my eyes. Wie wär's, wenn du kleinere, ungefährlichere Tiere fotografierst? What a way to... Literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? Ich glaube, die schwimmen so ganz passabel, aber nicht lang. Don't mention it. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason. Mein Pferd kackt im Hintergrund. And you too, sir. Ja, natürlich. Ha, das haben wir gut gemacht. Ach, der Vollidiot. Waren hier ein paar gute Wölfe dabei. Checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. Okay, lass mal den mal in Ruhe. Gibt's hier sonst was Interessantes? Ansonsten gehen wir direkt zu unserem Schuldner. Und versuchen ein bisschen Geld zu machen. Einfach rausleiern. Wird ja sicher noch in der Nähe von Strawberry sein. Was ist eigentlich das hier? Da ist so ein schwarzer Klecks, da würde ich gern hin. Können wir Luftlinie reiten? Sah jetzt eigentlich ganz passierbar aus. Vielleicht ist das ja ein Riesenbär. Sind Wildpferde. Macht, dass ihr wegkommt. Ah, das wird der Klecks sein. Ein Kamin steht noch. Was sind wohl die Chancen, dass da $500 noch drin sind im Kamin? Ich würde sagen nahezu null, aber ich bin unverbesserlich. Ich schau trotzdem nach. Hab ich schon. Papa braucht Loot. Hat wieder sein ganzes Geld für Waffenaccessoires ausgegeben. Und für Kleidung. Cowboy-typisch eben. Ah, scheiße. Kein Geld. Was haben wir hier? Möhren. An denen will ich mich nicht stören. Sammeln. Das hier kann ich nicht mal aufzeichnen. Ja, noch eine sammeln. Die nächste fresse ich selber. Muss hier wissen, ob mein Tier da einen guten Geschmack hat. Komm schon. Arthur ist auch mal eine Möhre. Kann dir nur gut tun. Sonst kriegt man auch hier akuten Vitaminmangel und Skorbut. Das schmeckt annähernd. Bin ich aber immer noch dreist, dass die hier kein Gold verstecken. Wozu ist das da? Da hinten kann ich noch Sachen einsammeln. Da ist eine Axt. Violette Schneeglöckchen. Esse ich doch gleich auch mal. Ja, wunderbar. Ich glaube, gut für die Ausdauer stand vorhin dran. Ja, eine Axt. Aufheben. Meine Axt. Sehr schön. Eine neue Nahkampfwaffe für mich. Hat sich's ja doch gelohnt, hierher zu kommen. Ja, mein richtiges, neues Pferd muss auch herkommen. Ich will nicht so weit laufen. So lang sammle ich noch das Blümchen. Arthur, der Blümchenjammler. Das bin ich. So. Eigentlich dachte ich, du kommst noch ein bisschen näher zu mir, aber anscheinend nicht. So. Gutes Pferd, gutes Pferd. Hat sich noch nie verfährt, noch nie verfahren. Da ist eine Abkürzung, da ist eine Blume, glaube ich. Na gut, auf zum Geldtopf. Jo, das andere Pferd folgt mir auch. Mein altes Pferd folgt mir auch, meine ich. Okay, Girl. Und dann versuchen wir es nochmal. Weicht den Kaninchen aus. Ja, der Büffel wird wahrscheinlich weiter weg sein. Wir sind ja noch nicht mal im Schneegebiet. Da kommt was auf uns zu.
Easy now. Was ist da? Was ist da? Ich sehe nichts. Kann es vertreiben. Da ist aber jemand. Er schießt. Sind das Wölfe? Sind das Schlangen? Komm, was ist denn da? Nicht seitwärts laufen. Ich will wissen, was die da klauen. Ich will mitklauen. Oh, Driscolls. Ihr wollt den anderen Weg gehen. Au. Jo, voll auf die Rübe. Ui. Ich mit meinem Waffenrad. Ich glaube, das ist teilweise das Mausrad, was ich hier zu... Ah, das war nicht arretiert. Ich habe so eine Logitech-Maus, da kann man das feststellen. Oder feststellen, dass es nicht festgestellt ist. So. Gut, machst du das. Ich verbrenne diesmal nicht. Ja, natürlich würde ich das. Ja, nur wenn ein Otriskill ist. Was für Schweinehunde. So. Hätte ich den jetzt angezündet, wäre der Loot drumherum eben auch noch mit verbrannt. Das können wir uns nicht zweimal am Tag leisten. Außerdem wäre das andere ein bisschen grausam. Nur ein bisschen. So. Wo liegt der andere Loot? Da liegt noch einer. Das dürfte ein Gesetzeshüter sein. Hoffentlich geht es nicht auf meine Ehre. Ah, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Hab ich ja nicht umgeschossen. So. Boah, würde sagen, das hat sich halbwegs gelohnt. Let's go, girl. Dann schnell vom Tatort fliehen, aber in die richtige Richtung. Vorsicht! Zum zweiten Mal heute. Ich glaub's nicht. Was ist denn los? Ich komme mit multiplen Fahrzeugen anscheinend nicht so wirklich klar. Ja, hör auf, die aufzuregen und komm mit, Ferdinand. Easy, girl. Ah, ich muss eine Reiterschule besuchen. So kann das nicht weitergehen. Das hätten sie hier irgendwo noch einführen sollen. Wildschweine. Ah, Baum. Und was bist du? Kaninchen. Eselhase. Mehr Hase als Esel, wie mir scheint. Na egal. So, ist wieder so dunkel, dass ich auf meinem OLED-Monitor hier kaum was sehe. Muss ich gleich campieren, aber ich schätze mal, das Geld eintreiben können wir noch bei Nacht. Je nachdem, wie lange das dauert. Vorsicht bei Speer. So, da ist noch ein Camp, aber es... Oh, hallo. Wo kommt der Mister her? Gleich ist der mir Geld schuldet. Der mir Geld schuldet. War ein korrekter Satz, aber um welchen Preis? Komm hier, Geld hier. Komm hier, Geld hier. Das sieht doch gut aus, da ein Lagerfeuer. Geld hier. Ah, da schnarcht er. Vielleicht doch ganz gut, dass wir in der Nacht hergekommen sind. Hey, wach auf! Wynn Holmes? I didn't expect to run into no one out here. Funny, how far a man's debts will follow him. Naja, das ist allerdings richtig. You got some money for me, boy? I seen your name in our legend. You're with the German? Mm-hmm. Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. Ooh. The pelt will more and cover what I owe. If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid, and all the hard work's already done.
Fine. Move. We'll, need our horses. It's, quite a trip. Yeah. Ey, gut, sorry für die Unterbrechung. Ich wollte nur Lootbares finden. Ah, ich hätte vielleicht doch bis morgen warten sollen. Come on, girl. Alright, drive, boy. Let's get where we're going. Drive! Okay, follow me. Drive! I'm driving. Make me come out. Ja, du fährst aber scheiße. Du reitest ja eher. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name is all I knew. Well, the German-speaking fella then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture. Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Winton Holmes? I ain't. No, certainly not. Sir, I'm merely stating, a man without a job, with limited prospects, at those rates, repayment was by no means guaranteed. I said I'd do my best, and I did. You're continuing to annoy me. Ich mag ihn. We're going right here, up the stream. Ja, dir nach. Da finde ich also einen Puma mit weißem Fell. Ach, gefällt mir. Da sollte der Fotograf mal hinkommen. I guarantee repayment. Because I'm gonna get that money out of you. If I gotta squeeze you like a lemon, it's coming out. Yeah, of course. We're on to it now, okay? We're on to it now. The cash is in that cougar, mister. Sure as pumpkins ain't cauliflowers, the cash is in that cougar. It better be. Or I'll turn you into a goddamn cauliflower. Ich mach einen Blumenkohl aus dir. Up here. We ain't too far now. What I know about cats, this one's rare as hen's teeth. I mean, you ever seen an alabaster wildcat? Big thing about cougars is they see you, not the other way around. Das ist richtig. But you'd see this one. I've been hunting with my pa. Shot all kinds of cats. Never one like this. In another life, I'd have sought my fortune outdoors, not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Oh, ein bisschen interessant ist es ja schon. Money. Drive. Genau, fahr weiter. Ich mag, dass es auch Drive heißt im Englischen. Jo, hier ist alles weiß. Wie soll ich den Puma sehen? Das ist ja wie mit meinem Pferd. This is it. Her den. We should leave the horses. Nicht, dass die vom Puma gefressen werden. So, Lancaster nehme ich mit. Und dein Pferd ist anscheinend auch. Habe ich eine Lampe? Ja, ein Kriegsbeil. Hol doch die Lampe. Show me. You'll see her soon. Quiet now. Won't be able to miss her shining in the dark. Ich sehe nichts. Das hört sich Puma-mäßig an. That is a cougar in here. And I bet she's white as virgin cotton. Will ich dir auch raten? Puma, Puma, Puma. Puma, Puma, Puma. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. Das ist ein schlechter Plan, aber okay. Yeah, yeah. Jo. Puma, Puma, Puma. Puma, Puma, Puma. Wo ist er denn? Da! Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Wie soll ich schießen, wenn es so dunkel ist? Don't mess around with me, boy.
Oh. Laudin hat sie erwischt, laut dem X auf meiner Karte. Oh oh. Ich sag doch, das ist ein schlechter Plan. Das ist nicht gut fürs Geschäft, das habe ich schon gelernt. Er hat doch einen Dollar gehabt. Und einen Silberring. Wo ist das Tier? Da ist das Tier. Au, 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 au. Habe ich es geschafft? Ja, habe ich nicht geschafft. Ah, diese ganzen Schuldner. Kontrollpunkt neu starten. Vielleicht hätte man nicht bei Nacht in die Höhle gehen sollen. Ich sehe gar nichts. Kann ich dem nicht einfach folgen? Und ihn retten? Doch egal, oder? Vielleicht rettet man dich einfach. Scheitert die jetzt, weil ich hier falsch suche? Ich wusste gar nicht, dass er die Lampe so halten kann. Ja, komm, Puma, Puma, Puma. Wieso zieht das jetzt was ab? Wo ist meine Lampe? Ach komm, das hat er doch gerade perfekt gemacht. Wieso kann ich das nicht? Waffe und Lampe. Ah, so geht's. Puma, Puma, Puma. Puma, Puma, Puma. Okay, vielleicht muss man den anderen auch sterben lassen. Vielleicht ist es so gescriptet, dass es nicht anders geht, aber ich heb hier trotzdem das Zeug noch auf. Ja. Ich höre was. Hör was. Sehe aber nichts. Ne, komm hier, du Riesenkatze. Ich glaube, wir müssen echt da nach hinten. Geh mal ein bisschen schneller, Arthur. Jetzt. Holmes? Quentin Holmes? Also irgendwie. Don't mess around with me, boy. Läuft nicht. Irgendwie läuft die Jagd nicht. Ah, vielleicht muss es erst triggern. Scheiße. Damn, dead, dead. Crap, crap. Ja. Puma, Puma, Puma. Ja, was, aber ich sehe nichts. Kommt da einfach aus dem Nichts. An den Schwanz geschossen. Wie viel verträgst du denn, Kleiner? Ah, nicht. Komm hier. Oh, scheiße, das war nicht gut. Oh, wir haben's. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Bist du tot? Bist tot. Na gut, her mit deinem Fell. It's white. Better be rare. So, erstmal zum Pferd bringen, würde ich sagen. Wenn ich den Weg finde.
Toll, jetzt hat er die Laterne irgendwo im Gürtel gemacht. Das wäre hilfreich gewesen, hätte er das gleich angestellt. Danach müssen wir aber in die Höhle nochmal looten. Get out of here, horse. Your man ain't coming. Jo, weißes Pumafell. Und wieder rein mit uns, in der Hoffnung, nicht noch mehr Pumas zu sehen. Eine Laterne ist aus. Und jetzt ist es zumindest ein bisschen heller hier. Man kann nicht alles haben anscheinend. Oh. Jetzt ist die Laterne wieder an. Das funktioniert ja wie Magie. Schon, lass mich looten. Ja, die grünen Flaschen bringen mir nichts. Habe ich schon gelootet. Denn mein Freund looten. Ich hätte auch einen Puma nicht unbedingt in eine Höhle verfolgt, die komplett dunkel ist. Was hat das für ein Geräusch? Gibt es hier noch mehr Pumas? Der hat nicht mal was. Ich mag's nicht in Höhlen. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Bevor wir Besuch von irgendwas bekommen. So. Alle Pferde da, ist das nicht wunderbar. Und ich habe nur leichte Kratzer davon getragen und meinen Hut verloren. So. Come on, girl. Achso, wir müssen direkt da zu einem in Strawberry hin. Okay. Dann macht man das doch. Die Mission verlangt das von uns. Ja. Dann mal hopp hopp. Auf dass wir keinen Wölfen begegnen. Es sei denn, die sind legendär, obwohl den haben wir schon erschossen. Wird keinen zweiten wie ihn geben. Unser andere Pferd stellt sich aber gerade ein bisschen an. Will doch einfach mitkommen. Ja. Naja, wir sind ja gleich im Strawberry. Können wir es in den Stall packen. Obwohl, das packt sich, glaube ich, auch irgendwann selber in den Stall. Das andere würde ich nicht ungern verlieren. Das ist mein erstes richtig gutes Pferd gewesen, was ich geklaut habe. Warum auch immer es gerade Probleme hat, mir zu folgen. Ja, schon in Strawberry. Und ordentlicher Kratzer am Rücken. Ich glaube, da gönne ich mir mal ein bisschen Medizin. Sonst wird das irgendwie noch infiziert. Nee, das geht ja in dem Spiel nicht. Ah, ich bin falsch. Egal. Ich kann auch hier über die Brücke. Hallo Jungs, schön, dass die Stadt wieder bevölkert ist nach meinem letzten Besuch. Der lief nicht sehr erfolgreich. Nein, also da habe ich jetzt nichts gedrückt. Merkwürdig. Irgendeine Taste, die ab und zu triggert. Verkaufen. Was haben wir denn, was haben wir denn? Weißes Pumafell müsste doch hier sein. Waschbärenfell, perfekt, ne? Wertgegenstände, hier weißes Pumafell, $38. Hm. Ja, Forellenbar, Stahlkopfforelle. Ja, verkaufen wir mal ein bisschen Fisch und Fleisch. Blauer Sonnenanbeter. Abgehangenes Wildfleisch, warum nicht? Sehniges Fleisch, nein, danke. Den Rest braucht man, glaube ich, zum Craften. So, wunderbar, haben wir wieder ein bisschen Geld. Hier gibt es einen Kopfgeldpuster. Und noch was Interessantes. Boah, die Puma-Verletzung sieht echt wild aus. Ich würde zumindest gerne noch hier in den Einkaufsladen gehen. Oh, da ruft jemand. Das kenne ich noch nicht, glaube ich. Hello. Good day, kind sir. Hello. Enjoy our fair town and peace and be nice.
Be nice. Bin ich doch. Welcome to our fair city. Citizens, enjoy yourselves. Visitors, amuse yourselves. We are a simple mountain town. Oh, so sieht's aus. Who believe in a better, wiser, kinder America. Nein, was stimmt mit dem nicht? Haben ja auch die anderen schon gesagt. Muss ich da jetzt noch länger zuhören? Howdy. Welcome to Strawberry, my friends. Ja, der sagt, glaube ich, immer das Gleiche. And to those that live here, stay here. We're a fine town. Das glaube ich nicht. Servus. Ah, er sagt noch mehr. Jetzt bin ich weggegangen. Servus. Come on in. Well then, have a look. Katalog durchblättern. Lost a lot of folks. Ja, ja, schlimm, schlimm. Wer das wohl war? Ein Seeköder, her damit. Da habe ich schon einen. Ist egal, jetzt habe ich zwei. Nein, ich kann keine lebendigen Grillen kaufen. Raubtierköder. Und Pflanzenfressköder. So. Taschenuhr habe ich. Ich weiß nicht, wie man sie verwendet. Haben wir hier Outfits, die ich mir kaufen kann. Irgendwie neue Outfits. Ansehen kann ich sie auf jeden Fall. Alle Outfits. Und dann Milisani. Fork. Dalton Corson. Wenn wir Corson kaufen. Könnte ich mir kaufen. Aber so gut gefällt mir das gar nicht. Könnten theoretisch was sammeln, aber wozu? Wir schauen uns noch die Waffen und die Munition an. Schadet nicht. Ein Double Action Revolver. Und der ist noch nicht im Besitz. Oh, was soll's. Jetzt steht im Besitz dran. Halbautomatische Flinte, uiuiui, was brauche ich dafür? Kann leider nicht, kann ich das lesen? Nee. Weiß nicht, was dafür fehlt. Geld wird es nicht sein. Ist es zumindest aktuell nicht. So, die Munition brauche ich. Die schadet auch nicht. Die auch nicht. Schau gar nicht, was das ist. Ich schaue noch links auf die Zahl und fülle wieder auf. Wohl gäbe es ein Auffüllen? Nee, das war, glaube ich, irgendein anderes Spiel. Ja, Pfeile, damit treffe ich halt nicht gut. So, ich glaube auch, wir konnten ein bisschen mehr auffüllen als gewöhnlich, weil wir so eine Patronengurt-Erweiterung irgendwann mal gekauft haben. So, das passt jetzt aber. Hey! Und shoppen gehen hat meine Puma-Verletzung geheilt. Das ist doch fantastisch. So. Wunderbar. Kann ich den Bürgermeister einfach erschießen? Sollte ich vielleicht nicht tun. Ja, ja, hau die. Ich hau die gleich in die Fresse. So, können wir irgendwas Sinnvolles noch in Strawberry machen, außer von hier verschwinden? Ich glaube, wir können von hier verschwinden. Da gäbe es zwar auch einen Stall, aber was soll's. Ich habe nichts gedrückt. Ich muss meine Tastatur mal überprüfen. Irgendwie macht die wieder Probleme. So, ich würde eine Schnellreise tatsächlich machen. Per Kutsche, die ich nicht ausrauben werde. Ja, natürlich ist das Pferd okay. Eines der besten Pferde. So. Ja. Wir reisen einmal in schöne Roads. Dann können wir nächstes Mal wirklich anfangen mit der nächsten Story-Mission. Roads. Take me home to the road. I belong. West Virginia. Country Road. Tja. Auf nach Roads. Deswegen war es lustig. Bisschen schneller, bisschen schneller. Komm schon, ihr Pferde, folgt mir beide. Ist egal. Dann ist eins halt temporär in Strawberry geparkt. Ha, Schnellreise in dem Spiel finde ich teilweise auch sinnvoll. Teilweise reite ich aber lieber selber. Wollt jetzt nur nicht länger aufhalten mit den nächsten Missionen.
So, das sieht doch wieder vertraut aus. Sehr gut, danke schön. Und meine beiden Pferdchen sind hier. Wunderbar. Dutch hat der Bande ange... Ja, das weiß ich schon. Das weiß ich doch schon. Kein Unsinn machen in Rhodes. Na gut, ich würde aber tatsächlich sagen, reicht das für die Episode? Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.